das sind wir auch nicht. Ich darf Sie zur heutigen Aktion sehr herzlich begrüßen. Unser Hamburg, unser Netz hat nochmal eine symbolische Aktion vorbereitet. 4 Tage bis zum Volksentscheid. Wir übergeben jetzt die Entscheidung an das Volk. Die Hamburger Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, am kommenden Sonntag darüber zu entscheiden, ob die Hamburger Energienetze... Wir wollen die Elbvertiefung, Fassen Sie mich nicht an. Sie haben ihn angefasst, war zuerst. Ne? Die Elbvertiefung! Die Elbvertiefung! Die Stadt hat sich auf die Seite von Pfaffenfall und Ehren geschlagen. Das sind erkennbar Unternehmen, die die Energiewende nicht voranbringen. Pfaffenfall steht für eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Sie stehen für ein Kohlekraftwerk in Moorburg, für den Braunkohletagebau in der Lausitz. Erkennbar keine Elemente, die wir für die Energiewende brauchen. Wir sind der Auffassung, dass die Stadt gerade bei der Fernwärme kommunale Gestaltungshoheit aufgegeben hat. Der Volksentscheid ist die letzte Chance, das nochmal zurückzudrehen. Sonst wäre eine kommunale Wärmeversorgung auf ewig nicht mehr möglich. Am 9. auch zur Abstimmung. Daher fordern wir vom Bündnis alle Hamburger und Hamburgerinnen auf, am Volksentscheid teilzunehmen und das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Ja. Wo das sein wird, ist das Ja, ganz klar. Und wir werden das heute symbolisch nochmal von den Vertretern unserer Unterstützerorganisation machen lassen. Wir haben prominente Unterstützung von Alma Hoppe aus dem bekannten Kabarett und von Mieterverein, von Bundesverband Windenergie und anderen. Insgesamt 52 Organisationen, die hinter uns stehen. Vielen Dank für eure Unterstützung aus den letzten Wochen. Und jetzt symbolisch das richtige Kreuz machen, das vor dem Hamburger Rathaus. Ich bitte. Wir müssen noch ein bisschen. Wir werden die verbleibenden Tage natürlich dafür nutzen, dass wir nochmal in die Stadtteile gehen, dass wir viel Material einsetzen, um die Leute von unseren Argumenten zu überzeugen. Wenn Sie heute den ersten Bürgermeister in der Zeitung lesen, so ist da ja quasi ein Einknicken der Stadt nachzuvollziehen. Pfaffenfall hat mit Rechtsstreit gedroht und der Bürgermeister knickt ein. Ich glaube, das ist auch keine souveräne Haltung eines ersten Bürgermeisters. Wo wir ihn dann dran messen werden, meine Damen und Herren, ist, wenn wir den Volksentscheid gewinnen, dann muss er es auch anständig umsetzen. Da werden wir sehr genau drauf achten. Wir werden unsere Arbeit in den Stadtteilen fortsetzen. Wir sind in Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, machen viel Aufklärungsarbeit. Wir wollen mit unseren Argumenten überzeugen und haben natürlich die Hoffnung, dass am Sonntag dann auch viele, viele Menschen an diesem Volksentscheid teilnehmen. So eine Entscheidung ist nur alle 20 Jahre möglich und es ist gut, dass jetzt das Volk, das Souverän, diese grundlegende Entscheidung zu treffen hat. Wollen wir die Hamburger Energienetze in staatlicher Hand oder wollen wir sie den kommerziellen Interessen von Vattenfall und E.ON überlassen? Ich glaube, jetzt ist das Volk gefragt, entsprechend abzustimmen. Unser Votum ist klar, ja für den Volksentscheid, ja für eine Dekommunalisierung der Energienetze. Die Meldung, dass sich Vattenfall aus dem Deutschlandgeschäft zurückzieht, ist natürlich sehr irritierend. Das heißt, die Stadt weiß gar nicht, wer wird in den nächsten Jahren hier der Partner in Hamburg sein. Wenn sich Vattenfall zurückzieht, kann es dazu kommen, dass Unternehmen wie Gazprom oder EDF aus Frankreich hier den Zuschlag bekommen und dann hat man einen Partner, dessen Qualifikation für die Energiewende sehr, sehr fraglich ist.
Und auch das ist eine Unsicherheit, die mit dem Modell des SPD-Senates verbunden ist. Deswegen unser Votum im Zweifelsfall lieber selber machen. Das können die Hamburger Bürger und Bürgerinnen am Sonntag entscheiden. Also das eine Argument ist Tafelsilber, das andere Argument ist Gestaltungshoheit. Heißt das, wenn Hamburger mit Ja stimmen, stimmen sie auch dafür, dass sie eine ökologische Energiewende unterstützen wollen? Oder was tue ich als Hamburger, wenn ich Ja sage? Wenn Sie als Hamburger Ja sagen, dann unterstützen Sie damit die Energiewende, weil wir die Energienetze fit machen müssen für die Zukunft. Insbesondere bei der Fernwärme erhalten Sie ja die Erzeugungsanlagen, die Leitung und die Kunden mit ins kommunale Portfolio. Und dort können Sie dann wirklich massiv gestalten. Es gibt zahlreiche Gutachten, die sagen, bei der Fernwärmeversorgung in Hamburg ist am meisten für den Klimaschutz herauszuholen. Wir müssen dort auf Dezentralität, auf eine konsequente Einbindung auch von Dritten im Markt setzen. Und dann schaffen wir die Klimaschutzziele in Hamburg. Das wird mit der jetzigen Lösung, die der Senat mit Vattenfall vereinbart hat, eben nicht funktionieren. Und wenn es schief geht, geht das Licht aus? Nein. Es sind ja bereits 200 Rekommunalisierungen in ganz Deutschland vollzogen worden. Das ist handwerkliches Geschick. Da trauen wir dem ersten Bürgermeister auch einiges zu. Da steht dann natürlich dann auch politisch an Bord, das richtig zu machen. Und es werden in Hamburg nicht die Lichter ausgehen, wenn es jetzt zu einer Rekommunalisierung kommt, sondern die Versorgungssicherheit ist im gesamten Verfahren gegeben. Was passiert denn, wenn Hamburg den Volksentscheid nicht unterstützt und wenn es so bleibt, wie es ist? Wenn die Bevölkerung tatsächlich diesen Volksentscheid nicht mehrheitlich unterstützt, dann haben wir die Verhältnisse, die wir jetzt haben. Dann gilt der 25,1%-Deal mit Vattenfall und E.ON, den wir unterm Strich für eine schlechte Lösung halten. Die Stadt hat sich völlig unnötig auf die Seite der Stromkonzerne geschlagen, die erkennbar für eine Energiepolitik stehen, die eigentlich nicht zur Energiewende passen. Gerade Vattenfall steht für einen Braunkohletagebau in der Lausitz, für das Kohlekraftwerk Moorburg, was sich als Fehlplanung herausgestellt hat. Und Vattenfall hat die Bundesrepublik Deutschland wegen des Atomausstieges verklagt. All das passt nicht aus unserer Sicht zu einem Partner für Hamburg. Haben Sie das Gefühl, die Hamburger haben verstanden, worum es geht? Das ist ja ziemlich schwierig. Es gibt in der Tat einige komplizierte Detailfragen, um die muss man sich kümmern. Aber unterm Strich geht es doch um die ganz einfache Frage. Wollen wir so etwas Zentrales wie die Energieinfrastruktur zukünftig lieber kommunal und selber machen? Oder wollen wir es den privatwirtschaftlichen Interessen von Vattenfall und E.ON überlassen? Das ist die grundsätzliche Frage, die auch die Hamburger am Sonntag beantworten müssen. Darunter gibt es eine Reihe von schwierigen Detailfragen, aber die sind alle beherrschbar. Das ist kein Hexenwerk. Thank you.
Ja, liebe Zuschauer, für alle, die sich jetzt fragen, was hier soll. Wir waren eben auf dem Rathausmarkt. Dort hat die Initiative Unser Hamburg, Unser Netz symbolisch einen großen Stift für den Volksentscheid am 22.09.2013 und hat ein Jahrkreuz angekreuzt. Das heißt, die Energienetze werden wieder in die Hände der Stadt Hamburg fallen. Und wir trauern darum, wir sind die Trauergemeinschaft, weil wir haben Wattenfall lieb gewonnen in den langen Jahren der Betreuung dieses doch uns sehr ans Herz gewachsenen Energiekonzerns. Und es scheint wirklich ganz so zu sein, als wären die Hamburger diesen Energiekonzern. Gut oder nicht gut? Na, wir trauern um Wattenfall. Wir trauern um Wattenfall. Immer was? Aber mit Geld oder. Oder Öko? Schlecht Öko, schlecht Geld, ja, schlecht bei mir Atom. Ja, ja. Wechseln. Selbst hier kannst du nicht sagen, dass das ist ein Raum hier. Jetzt. Ja, es gibt hier nicht. Das ist ja ein Gebäude, der war nicht still. Ne? Wieso ist das denn? Das muss angemeldet werden. Moment, haben Sie eine Genehmigung? Ich bin eine Einzelperson, ich stehe als Bundesaktion und diese haben Sie Bürgersteig mitgekauft? Nein, haben Sie nicht. Das ist ein öffentlicher Bürgersteig. Das ist keine Veranstaltung, das ist eine Kunstaktion von einer Einzelperson. Veranstaltung. Also das Problem ist, ich greife euch ja gar nicht an. Ne? Muss man ja auch so sagen. Ich traue auch um Wand. Genau, deswegen, ja, warum soll ich denn nicht filmen, das ja schön, wenn das kein Angriff ist? Ja, aber ja, wenn kein... doch gar nicht. Sie können doch filmen, ist doch alles gut. Aber ja, ich mein, warum? Sie müssen mich doch deswegen nicht so anfeuern. Genau. Ja, also das ist mein Mann. Ich habe normal mit Ihnen gesprochen. Genau. Ja. Ich bin auch immer gesprächsbereit. Ja, dann ist doch super. Genau. Das ist ja in Ordnung. Und Sie sind alle herzlich mit eingeladen, schon heute am 19.09. um Vattenfall zu trauern, die die Energienetze der Stadt Hamburg verlieren werden an die Bürgerinnen dieser Stadt. Das ist sehr schade, weil wir haben Vattenfall in den langen Jahren ihrer herzlichen Betreuung sehr lieb gewonnen. Er ist uns als Energiedienstleister regelrecht ans Herz gewachsen und wir fragen uns, wie wir überhaupt ohne sie hier Energie produzieren wollen. Wahrscheinlich gehen die Lampen aus, wir werden im Winter in der Kälte sitzen. Und deswegen trauern wir heute schon, 3 Tage bevor sie die Energienetze verlieren werden. Ich bin der Prophet von Wattenfall und es wird kalt werden und dunkel in dieser schönen Stadt. Wir trauern heute hier um Wattenfall, die Energiedienstleister dieser Stadt, der leider seine Energienetze wahrscheinlich verlieren wird am Volksentscheid, an diesem Wahlsonntag am 22.09. Deswegen ist heute schon für uns ein Trauertag. Wir trauern heute um Wattenfall, unseren ans Herz gewachsenen Energiedienstleister dieser Stadt. Er wird leider die Energienetze verlieren. Und die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die am Wahlsonntag am 22.09. für Ja stimmen werden, trauern Sie mit, seien Sie dabei, dann wird die Trauer am Sonntagabend ganz so groß sein und Sie sind in Ihrer Trauer und Ihrem Schmerz nicht allein. Sie können hier mit uns vor der Kundenzentrale von Wattenfall in Hamburg mittrauern. Wir laden Sie ein, mitzutrauern um Wattenfall, unseren Energiedienstleister in Hamburg, der jetzt in langen Jahren steter Knechtschaft ans Herz gewachsen ist, dem wir gerne unser Geld geben. Und der immer steht, unsere Häuser mit Wärme und versorgt haben. Trauern heute um Wattenfall, die leider ihre Traurigkeit in dem ganzen Ausmaß noch gar nicht begreifen können. Und deswegen laden wir sie ein, heute schon mitzutrauern. An diesem herrlichen Donnerstag in der schönen Sonne, wer weiß, was am Sonntagabend für Wetter ist, zu der großen Trauer auch noch Regenwetter. Dem wollen wir doch vorbeugen. Und deswegen laden wir Sie ein, um Wattenfall zu trauern. Schon heute, am 22.09.2013, wird Wattenfall den Volksentscheid verlieren. Die Energienetze werden wieder zurückfallen an die Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Hansestadt Hamburg. Deswegen stehen wir hier und trauern bereits heute um die Größe des Schmerzes und die Tiefe des Schmerzes schon 4 Tage vorher bereits einzulegen. Wir stimmen uns ein auf den Schmerz. Wir wollen uns regelrecht auf den Schmerz vorbereiten, damit wir uns am Sonntagabend
nicht mit voller Gewalt und Wucht treffen wird. Deswegen laden wir heute schon ein, zu trauern, unseren Energiedienstleister Vattenfall. Nee, wir sind nicht mit unserem Hammer auf unser Netz. Nein, nicht, dass das in falsche... Das ist eine reine Kunstaktion. Genau. So, und jetzt gucken wir, was der Herr Kleinmeier dazu sagt. Ja, einen schönen guten Tag. Jules Fernmann-Name von Utopie TV. Ist diesen bestimmten Begriff hier in Hamburg. Wir stehen gerade vor Ihrem Kundenzentrum und es gibt hier eine spontane Aktion. Und ich wollte mich erkundigen, ob Sie mir eine Pressemeldung dazu geben würden oder eine Stellungnahme von Vattenfall Ihres Hauses dazu. Ich beschreibe Ihnen das mal kurz. Also es steht hier vor Ihrem Kundenzentrum ein kleines Holzkreuz und darauf steht RIP für Rest in Peace und dann Vattenfall und das Datum 22.09. Damit wird sicherlich gemeint sein, dass Vattenfall am 22.09. den Volksentscheid verlieren wird und eben auch ihre Energienetze. Was sagen Sie dazu? Die Entscheidung der Hamburger Bürgerinnen und Bürger ab. Und wie ist Ihre Meinung dazu, jetzt aus dem Hause Vattenfall? Ist das nicht schon zu verfrüht, jetzt schon um Vattenfall zu trauern? Wie sehen Sie das? Wir haben in den über 100 Jahren, die wir das Netz in Hamburg jetzt betreiben, sehr gute Arbeit gemacht. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in Hamburg, deutlich besser als der Bundesdurchschnitt. Also in Hamburg sind die Haushalte beispielsweise nur rund 13 Minuten ohne Strom im Jahr, im Bundesdurchschnitt sind das 15. Also wir haben einen hohen Grad an Versorgungssicherheit. Wir investieren sehr viel in die Netze. Wir investieren auch in die Zukunft der Netze, also in intelligente Netze. Wir haben etliche Pilotprojekte hier in Hamburg laufen, sodass wir ganz zuversichtlich sind, dass wir auch in Zukunft dieses Netz noch betreiben können. Gut, Sie sagen, seit 100 Jahren machen Sie das hier in Hamburg. Da möchte ich aber kurz einhaken. Davor gab es ja noch die HEW. Also Vattenfall ist ja deutlich kürzer hier in Hamburg. Was sagen Sie dazu? Wir sind ja Rechtsnachfolger der HEW. Gut, also wenn ein Konzern einen anderen kauft, dann kann er immer behaupten, dass er schon so lange am Start ist. Oder wie läuft das? Wir sind ja auch zum großen Teil noch, was unsere Mitarbeiter angeht, die sind ja zum großen Teil noch bei der HEW gewesen und sind dann auf Vattenfall, sind jetzt Vattenfall-Mitarbeiter. Natürlich, das ist letztlich das gleiche Unternehmen, es ist ein anderer Eigentümer. Und wann wurde dieses Eigentum gewechselt? Vor wie vielen Jahren war das? Das war Anfang der 2000er. Gut, das heißt, Vattenfall ist also seit 10 Jahren etwa in Hamburg am Start und nicht seit 100? Nein, das ist ja, die HEW gehört seit gut 10 Jahren zu Vattenfall. Aber HEW oder Vattenfall, also Vattenfall ist Rechtsnachfolger der HEW. Wir haben die Unternehmen übernommen mit den Mitarbeitern und allem. Vattenfall kommt ja von Wasserfall, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. In Schweden selber betreibt Vattenfall ja als Staatskonzern etwa 98% seiner Stromversorgung regenerativ. In Deutschland sieht das leider die Zahl etwas anders aus. Korrigieren Sie mich, Sie liegen da bei 8,5%. Ich habe jetzt die Zahlen im Detail nicht im Kopf, aber es ist richtig, dass Schweden immer schon sehr hohen Wasseranteil hatte, was in Deutschland ja auch nicht möglich ist. Wir investieren aber nicht nur in den letzten Jahren, sondern zunehmend in erneuerbare Energien auch auf dem Kontinent. Also ist Vattenfall weltweit der zweitgrößte Offshore-Windkraftbetreiber. Ja. Das zeigt ja schon, dass wir auch auf dem Kontinent, nicht nur in Schweden, sehr stark und zunehmend erneuerbare Energien produzieren. Aber Sie können mir keine grobe Hausnummer nennen, wie viel Prozent erneuerbare Energien zurzeit Vattenfall an Ihrem eigenen Strommix hat. Da müsste ich jetzt nachsehen. Die Zahl habe ich nicht im Kopf. Wie kommt das? Sie sind doch die Pressesprecherin oder zumindest eine? Ich muss nicht jede Zahl im Kopf haben. Oder erwarten Sie das von mir? Nein, ich erwarte nicht, dass Sie jede Frage im Kopf haben, aber so grob wäre es schön. Ich drucke das gerne nach und rufe Sie zurück und sage Ihnen das dann. Damit Sie einen Vergleich haben zum gesamtdeutschen Strommarkt, liegen wir zurzeit etwa bei 25%. Dann kann Vattenfall sich schon mal da so etwas einordnen. Ob Sie da drüber oder da drunter liegen, das werden Sie ja dann nachrecherchieren. Ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.